Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einige starke Übungen für den Antritt, die Beschleunigung und die Geschwindigkeit. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist bekanntermaßen die Schnelligkeit, heutzutage mehr denn je. Und dabei zählt natürlich nicht nur deine Endgeschwindigkeit, sondern vor allem beim Fußball auch dein Antritt und die Koordination bei den Richtungsänderungen. Das heißt, die meisten Sprints sind nicht länger als 30 Meter und ein großer Teil sogar noch weniger als 10 Meter. Beim Fußball wirst du auch in den seltensten Fällen eine längere Strecke ohne Hindernis oder ohne Unterbrechung laufen. Deswegen konzentrieren wir uns hauptsächlich auf viele kürzere Strecken. Trainiere auch so, dass du eher viele Pausen machst, da wir wirklich die Geschwindigkeit trainieren wollen und weniger die Ausdauer. Wichtig ist auch, dass du in der Lage bist, eine hohe Frequenz beim Laufen umzusetzen. Dafür sind auch die vielen kleinen Wege um die Hütchen und die Richtungsänderung gut geeignet. Ich zeige dir 9 Übungen, die sich nur auf die Geschwindigkeit ohne Ball konzentrieren. Viel Spaß beim Video und beim Sprinten. Beim Sprinten gehört auf jeden Fall richtiges Warmmachen und je nach eigenem Geschmack das Dehnen dazu. Das sind meine Lieblingsübungen, die ich eigentlich auch meistens vom Training jeder Art mache. Das Einlaufen gehört auf jeden Fall auch noch mit dazu, mit Beschleunigung bis zu knapper Höchstgeschwindigkeit. Erste Übung, ein simpler Shuttle Run, bei dem du dich jeweils ganz drehst. Abstände können auch etwas weiter hier sein bei dieser Übung, sodass man eine etwas höhere Geschwindigkeit bekommt und man kann auch gerne ein bisschen später auslaufen, als ich das tue. Zweite Übung ist dann mit Rückwärtslaufen, schräg nach vorne zum blauen Hütchen und dann direkt wieder schräg nach hinten zum orangenen. Hier geht es dann auch gleich mit darum, beim Rückwärtslaufen die richtige Orientierung zu haben, also richtig zum Hütchen zu laufen und natürlich das Umschalten von rückwärts nach vorwärts und andersrum. Dritte Übung im Viereck. Hier geht es natürlich auch darum, wie bei Übungen mit Ball möglichst eng um die Hütchen zu kommen. Biege bei einem Durchgang am blauen Hütchen in der Mitte immer in dieselbe Richtung ab, beim nächsten Durchgang immer in die andere Richtung. Stop and go bei der nächsten Übung, eine Verbindung aus längeren und kürzeren Sprints. Laufe um die blauen Hütchen in einem Viereck drumherum, am besten jeweils von der anderen Seite angegangen. Hier ist die Beinarbeit besonders wichtig und schnelle kleine Schritte zu machen. Dann eine Übung mit seitlichen Bewegungen, kurze Antritte zu den orangen Hütchen. Nach vorne und dann jeweils einmal nach links und einmal nach rechts sich möglichst effektiv und schnell seitlich bewegen. Und noch eine Übung, wo alles Mögliche gemixt wird, also kurze Sprints nach vorne, seitliche nach hinten und dann natürlich auch das Umschalten. Dann zeige ich noch 3 simplere Übungen, wo es auf das Umschalten ankommt. Einmal aus dem Rückwärtslaufen mit einer Drehung direkt in den Sprint kommen, finde ich für den Fußball eigentlich eine wichtige koordinative Übung. Dann ähnlich schnelles Umschalten von rückwärts auf vorwärts sprinten mit einem starken Antritt, hier dann aber ohne Drehung. Und noch eine Übung, die gut für die Kraft und den Antritt ist. Einen seitlichen Skyler-Jump machen, kontrolliert landen, halten und dann aus dieser Position den Sprint starten. Wenn es euch gefällt, natürlich unbedingt das Video teilen. Ansonsten natürlich, wenn ihr noch nicht habt, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.